Leute, ihr wolltet eine weitere Runde von die 10 gruseligsten Dinge, die mit der Dashcam aufgenommen wurden. Und da sind sie. Wir gucken uns nämlich jetzt Teil 2 an. Leute, das Video ist von der Weißen Eule. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Oh, und bitte, ey, das letzte Mal habe ich mich so erschreckt. Oh! Ich hoffe, das passiert heute nicht nochmal. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heutzutage haben viele Autos eine Dashcam. Das ist sehr nützlich, wenn man in einen Zwischenfall verwickelt ist. Aber es gibt auch Dinge, die auf Dashcams aufgezeichnet werden, die ziemlich gruselig und mysteriös sind. Da das erste Video von vielen gesehen wurde, haben wir beschlossen, einen Teil 2 zu machen. Ja, super. Also schnappt euch etwas zu essen und zu trinken und habt Spaß beim Anschauen der 10 gruseligsten Warte mal, ich Dinge, hab hier, warum ist das auf 480, Alter? Macht 1000. Aufgenommen wurden. Teil 2. Ja. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktivieren die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, ich gebe einen Daumen hoch. Nummer 10. In einer dunklen, unheimlichen Nacht fuhr ein Mann durch den Wald, als plötzlich wie aus dem Nichts eine Gestalt die verschneite Straße überquerte. Diese Dashcam-Aufnahmen wurden Berichten zufolge in Baschkortostan, einem Gebiet in der Nähe des Uralgebirges in Russland, aufgenommen. Nach Ansicht mehrerer Personen ist dies der Beweis dafür, dass der Yeti eine riesige Primatenart wirklich existiert. Das ist meine Mutter. Könnte diese Person gerade eine der glaubwürdigsten Yeti-Sichtungen... Warum habe ich gerade meine Mutter gedisst? Mama, falls du das Video siehst, es tut mir leid, ich meinte nicht dich. ...in aller Zeit mit seiner Dashcam aufgenommen haben? Wenn wir uns das Video ansehen, können wir sehen, dass die Scheinwerfer des Autos für einen Moment auf das Wesen leuchten, das offensichtlich auf zwei Beinen läuft. Der Autofahrer hält sofort an. Und er und die Passagiere können nicht glauben, was sie gerade gesehen haben. Sie beschließen schließlich wieder vorwärts zu fahren, aber wie ihr euch denken könnt, ist die Gestalt verschwunden. Es wäre jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass Menschen von Yetis in dieser Gegend berichtet haben. Also, wer weiß. Ich sag, das ist einfach ein ganz normaler Mensch, der, keine Ahnung, hat sich verlaufen. Die folgenden Personen waren auf einer Autofahrt, als sie plötzlich eine weißliche Gestalt sahen, die die Straße überquerte. Es ist nicht bekannt, wo sie sind, aber wir können sehen, dass sie mit ihrem Auto auf einer unheimlichen Straße tief in der Nacht fahren. Was würdest du tun, wenn du plötzlich eine unheimliche Gestalt ganz in weiß die Straße überqueren sehen würdest? Einfach überfahren. Wahrscheinlich würde ich sofort in die andere Richtung fahren, aber diese Jungs beschließen sogar kurz anzuhalten, um zu sehen, ob sie die Gestalt finden können. Aber wie man sich denken kann, war die Gestalt bereits in den Wald geflüchtet. Also stellt sich die Frage, was hier die Straße überquerte. Würdet ihr in der Nacht anhalten, wenn ihr so etwas sehen würdet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nee, auf gar keinen Fall. Kommt irgendjemand, macht das Auto auf oder Man sollte meinen, dass Heuschrecken zunächst einmal niemandem etwas tun. Sie sind im Allgemeinen kleine Insekten, aber einige können ziemlich groß werden. Wenn sie jedoch in Schwärmen auftreten, kann das ziemlich erschreckend aussehen. Die folgenden Dashcam-Aufnahmen wurden irgendwo in der Region Dagestan in Russland aufgenommen. Alter. Ein Lastwagen begegnet Hunderten von Millionen von Riesenheuschrecken, die auf ihrer jährlichen Reise von Nordafrika oder Asien kommen und sich von Nutzpflanzen ernähren. In einigen Fällen verursachen diese Insekten enorme Schäden an den Ernten der Landwirte. Alter, wie krank. In diesem Fall war es so schlimm, dass die russische Regierung den Notstand ausrufen musste. Ey. Nummer 7. Übelst krank aus. Habe ich noch auch noch nie gesehen. Die folgenden Videoaufnahmen stammen aus dem US-Bundesstaat Maine, wo ein Autofahrer namens Chad Cook auf dem Heimweg von der Arbeit auf etwas Seltsames stieß. Viele der Horrorbücher von Stephen King spielen in dieser Gegend, die für ihre paranormalen Aktivitäten bekannt ist. Wenn man genau hinsieht, kann man eine mysteriöse, schattenähnliche Gestalt sehen, die die Straße überquert. Manche Leute halten sie für einen schwarzen Hund, einen Bären oder eine große Katze. Der Mann sagte... Aber es sieht so ein bisschen edited aus. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann ja gar nichts erkennen. Also ich glaube nicht an Geister. Also es könnte auch ein Wildschwein... Es sieht mega weird aus. ...die Dashcam-Aufnahmen ansah. In den Kommentaren schrieben auch Leute, die ähnliche übernatürliche Erscheinungen in der gleichen Gegend erlebt haben. Außerdem gäbe es in der Gegend eine Menge alter Friedhöfe. Menschen, die hierher kommen, um sich den Grabstein ihrer Angehörigen anzusehen, berichten, dass sie oft zu ihrem Auto zurückkehrten und sahen, dass die Tür irgendwie offen war. Ziemlich gruselig, wenn du mich fragst. Ja, aber warum machen... Welcher Geist macht denn die Tür auf? Ein Jokester, Prankster? Wenn du Angst vor Clowns hast, dann wirst du das folgende Video ziemlich gruselig finden. Andrew, der im Video zu sehen ist, war mit seinen Freunden auf dem Weg zu einer Party, als sie plötzlich einem Clown begegnet. Davor hätte ich nicht so viel Angst, weil ich wüsste, Junge, das ist einfach ein random Dude in einem Dreckskostüm und ich sitze in einem Auto mit keine Ahnung wie viel PS. Notfalls mache ich den platt.
Dies soll sich 2016 ereignet haben, als in den Vereinigten Staaten und Kanada sehr häufig über Clownsichtungen berichtet wurde. Die Leute im Auto fingen an zu schreien. Und wir können sehen, wie der Clown mit einem Besen in der Hand auf sie zurennt. In einem anderen Fall stößt ein Polizeiauto mit zwei Clowns am Straßenrand zusammen. Die Clowns hatten dieses Mal Pech mit der Polizei, denn sie wurden auf die Polizeiwache gebracht. Was würdest du tun, wenn du einem Clown begegnest? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Oh, ich will wahrscheinlich Gas geben. In den folgenden Dashcam-Aufnahmen, die aus einem Polizeiauto stammen, sehen wir eine riesige Spinne vorbeilaufen. Wir sehen einen Beamten, der neben dem Auto einer Person steht, die wahrscheinlich etwas zu schnell gefahren ist. Und auf der linken Seite des Bildes sehen wir eine große Spinne, die aus dem Rasen kommt und auf den Polizisten zugeht. Als der Polizeibeamte sich die Aufnahmen der Dashcam anschaute, war er zunächst ebenfalls schockiert. Aber ich muss euch sagen, dass dies keine echte Riesenspinne war, sondern nur eine optische Täuschung, weil die Spinne auf der Windschutzscheibe des Autos sitzt. Stellt euch vor, ihr würdet wirklich einer solchen Riesenspinne begegnen, die sich entschließt, euch nachzulaufen. Dann hätte ich mich in dieser Gegend sicher nicht mehr sicher gefühlt. Nummer 4. Ich hätte sie trainiert. Ob ihr nun an Bigfoot glaubt oder nicht, es gab zahlreiche Sichtungen, die mit der Kamera festgehalten wurden und bei denen die Menschen glauben, dass diese affenähnliche Kreatur wirklich existiert. Das folgende Video wurde ursprünglich im Jahr 2016 in Russland gefilmt und diese Dashcam-Aufnahmen lassen Experten den Kopf schütteln. Die Leute, die in dem Auto saßen, fuhren auf einer waldähnlichen Straße irgendwo im südlichen Teil des Uralgebirges, als sie etwas auf sich zukommen sahen, das Bigfoot sehr ähnlich sah. Wenn man genau hinsieht, scheint die Kreatur auf allen Vieren zu gehen, ähnlich wie ein Gorilla, was es sehr glaubhaft macht. Was denkt ihr? Könnte Bigfoot existieren? Nein. Oder was könnte das sonst klar, sein? Klar, irgendwie sowas kann existieren. Nummer 3. Stellt euch vor, ihr seid nachts mit dem Auto unterwegs und seht plötzlich eine Gestalt, die mitten auf der Straße steht und sich nicht bewegt. Das ist einem Mann namens Dave passiert und obwohl wir nicht wissen, wo das Video spielt, ist es ziemlich unheimlich, so etwas zu sehen. In der Beschreibung des Videos heißt es, es handele sich um einen Geist, der mit einer Dashcam aufgenommen wurde. Junge, das ist kein Geist, das ist irgendein Jugendlicher, der da einfach steht, mit den Armen nach hinten gekreuzt. Hat irgendwie wenig Schultern, aber gut. Aber meiner Meinung nach sieht es eher wie ein echter Mensch aus. Obwohl einige Leute in den Kommentaren sagen, dass die Figur sehr blass aussieht und keine Arme zu haben scheint. Das Seltsame an dem Ereignis ist, dass sich die Figur nicht bewegt oder gar reagiert, wenn das Auto auf sie zufährt. Einige Personen in den Kommentaren sagen, dass sie an einem Punkt auch Lichtkugeln vorbeifliegen sahen. Lichtkugeln werden von Anhängern des Paranormalen als Geister betrachtet. Was meint ihr dazu? Ist dies ein Geist? Also, das Ding ist, ich weiß, der Kommentator und die Leute, die das Video erstellen, die wollen da natürlich ein bisschen Pep reinbringen. Sie wollen eine Story erzählen sozusagen und Leute unterhalten, weil, ich wiederhole zum tausendsten Mal, diese Videos sind keine wissenschaftlichen Videos. Die sollte auch niemand für voll nehmen. Das ist Unterhaltung. Und das probieren sie auch herzustellen. Oder aber nur ein verwirrter Mann. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Einfach irgendjemand, der einen Prank machen wollte. Nummer 2. Kollege hat wahrscheinlich irgendwo gefilmt. Die folgenden Dashcam-Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2013 und wir sehen ein leuchtendes Objekt durch den Himmel fliegen. Ein Polizeibeamter war an diesem Samstagabend auf Patrouille, als er das seltsame Licht auf seiner Dashcam festhielt. Wahrscheinlich denkst du jetzt, was ist daran so gruselig? Das Unheimliche daran ist, dass von den Meteoroiden später nichts mehr geborgen werden konnte. Das veranlasste die Leute zu der Annahme, dass es sich um ein UFO gehandelt haben könnte. Der Polizeibeamte selbst hielt es zunächst für einen Feuerball, der den ganzen Himmel erhellte. Könnte es sein, dass es immer noch ein Meteorit war, den man aber einfach nicht mehr finden konnte? Oder könnte es doch etwas anderes gewesen sein? Was denkst du? Nummer 1. Stell dir vor, du fährst mit ein paar Freunden durch den Wald irgendwo in der Nähe einer unbekannten Gegend, während es stockdunkel ist, und du siehst plötzlich eine weiße Gestalt in der Ferne. Normalerweise würde man wahrscheinlich sofort wegfahren. Aber diese Gruppe von Freunden stieg aus dem Auto aus und beschloss sich, die Gestalt genauer anzusehen. Alter. Offensichtlich war das keine gute Entscheidung, denn da passierte etwas, das sie schnell zum Auto zurücklaufen ließ. Doch anstatt wegzufahren, beschließen sie, in die Richtung der Figur zu gehen, die still mitten auf der Straße steht. Ziemlich gruselig. Ich weiß, ich bin Schisser. Einer der Jungen aus dem Auto beginnt vor Angst zu schreien, während der Autofahrer langsam an der Gestalt vorbeifährt. Die Meinungen der Menschen in den Kommentaren sind unterschiedlich. Einige denken, dass es sich um einen Geist handeln könnte, während andere sagen, dass es wahrscheinlich einer ihrer Freunde war. Ja, guter Freund von mir. Ist euch schon einmal etwas Unheimliches passiert, als ihr im Auto wart? Lasst es mich in den Kommentaren. Ja, doch, das eine Mal, da saß ich so und plötzlich hat es unwahrscheinlich angefangen zu stinken. Was könnte das gewesen sein?